Ja, ich habe es endlich mal wieder geschafft, ein Schminkvideo zu drehen oder werde jetzt drehen, besser gesagt. Wie ihr seht, im Hintergrund hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe eine neue Schminkecke mir zugelegt oder ein Teil. Deswegen konnte ich das ein bisschen jetzt umgestalten. Das werde ich euch aber in einem anderen Video nochmal genau zeigen. Jetzt geht es erstmal um diesen Look hier. Also mehr sowas jetzt für die Feiertage, Weihnachtsfeiertage, etwas Kräftigeres, wenn man auf eine Weihnachtsfeier geht oder sowas. Schön mit Lila, weil ich dachte, ich habe noch nichts mit Lila geschminkt und ich habe so viele lila Töne. Das muss ja jetzt mal dann langsam. Das nochmal für euch und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde mal sagen, viel Spaß! So, dann fangen wir auch direkt mal an. Ich zoome euch wieder was ran, damit ihr es wieder besser sehen könnt. Und ja, starten wir mal. Wahrscheinlich wieder falsch rum, ja. Ich lerne es nie. Drehe ich was. Also, wir fangen an. Ich habe als Base den NYX Jumbo Eye Pencil Purple 618 genommen. Benutze ich als Base. Dann schmiere ich das ein bisschen. So. Dann nehme ich von Sigma E55 und nehme von NYX den ES32 Purple. Und dann komplett auf das ganze bewegliche Lid. Auftragen. Ruhig was drüber. Damit, wenn ihr das gleich verblendet, auch noch schön noch was in der Verblenden mit Lila ein bisschen. So, dann nehme ich von hoppala, Catrice mattes Braun, okay. Go Charlie Brown mit demselben Pinsel, nur andere Seite. Trage das dann am äußeren beweglichen Lid auf. Gehe so ein bisschen. Ziehe hier so ein bisschen eine Linie und dann hier hoch. Okay, war jetzt nicht so schön. Und dann fülle ich das aus. Und dann geht ihr hier ein bisschen übers Lila drüber. Und dann verblendet ihr das alles mit, ich nehme jetzt den MAC 224er und verblendet das nach oben hin alles weg. Nein, ich war lila. Guckt euch das an. Das habe ich mich auch mit lila da gemalt. So. Dann gehe ich nochmal mit dem Go Charlie Brown und dem Sigma Pinsel mal hier außen und tupfe hier nochmal ein bisschen
Augenbrauen drauf, damit das da schön dunkel ist. Und dann nur noch mal leicht verblenden. Damit das meine Augen mehr tiefer hat. Dann gehe ich mit diesem fetten Pinsel MAC 227er und nehme von NYX Frozen Lilac ES21. Leider ist er mir schon zerbröselt. Weil ich habe die alle in, meine Palette gepackt und der hat es leider nicht überlebt. Und das setze ich dann als Highlighter und in Augenbrauen. So ganz. Genau. So. Dann nehme ich den abgeschreckten Pinsel und MAC Black Track Fluid Liner. Ziehe ein Lidstrich. Nicht wundern, im Hintergrund mein Hund frisst wieder was. Dann gehe ich bis zum äußersten Wimper. Dann ziehe ich außen am Wimpernkranz so gerade eine Linie hoch. Mehr oder weniger gerade. So. Und dann verbinde ich die mit der Linie am Lid, auch am Wimpernkranz. So. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Dann gehe ich mit so einem dünnen Pinsel unter der Wasserlinie nehme ich wieder Go Charlie Brown und verbinde das hier. Oben mache ich noch mal ein bisschen mit Braun nach, damit das die Tiefe nicht verliert. So. Dann nicht zu vergessen, noch das Glitzer. Da habe ich von MAC aus einer LE. Also ein lila Glitzer. Ich habe mir so eine aus einer Glossy Box. Das werde ich euch noch in einem anderen Video zeigen. Das ist aus einer LE irgendein lila Schimmer benutzen von MAC. Aber da könnt ihr ja auch jeden benutzen. Und das tupfe ich noch so was lila. So. Und dann gehe ich mit einem Sonnenpinsel nochmal in dieses NYX Lila Purple von oben. Und setze es unter der Wasserlinie. So, und dann gehe ich nochmal mit dem dünnen Pinsel auch in diesen Schimmer Lila von MAC. Das Schimmer Lila. Verbinde das hier am inneren Auge. So. Dann nur noch tuschen. Tuschi, tuschi. So, dann sind wir mit den Augen fertig. Ich zoome euch dann mal wieder raus. Oh,
Wieder falsch, lernt es nie. Ah, nicht ganz so weit. Oh nein, mein Spielfeld. So, nochmal. Oh nein, falsch rum. Ja, ja, Frauen und Technik werdet ihr euch jetzt denken. Und ja, so. Dann kommen wir zu den Wangen. Da nehme ich von Maybelline New York die Nummer 501. Das ist so ein, mit Schimmer auch, so ein Rosé-Ton, was schon leicht ins Braun geht. Oh, sorry, das war die Schublade, dann wackelt der Tisch. Dann nehme ich so einen abgeschreckten Pinsel. Schön wieder dämlich grinsen, ne? So. Ups. Und dann nehme ich noch so einen fluffigen Pinsel und nehme von MAC Mineralize Skin Finish Farbe Champagne. Das war, glaube ich, auch mal eine LE. Das ist so ein goldener Highlighter. Den mache ich noch da drüber. Ja, und dann habe ich auf den Lippen von Max Factor, könntest du irgendwie lesen, den 745 Burnt Caramel. Und das ist so ein Braunton. Das war der Look, ich hoffe, er gefällt euch. Dann sind wir auch schon durch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Wartet. Die Schublade, dann wackelt ihr wieder. Dann muss ich die Hand um die Kamera machen, damit ich ausschalten kann. So, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.